Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie ich aus leeren Joghurtbecher mir Gefäße mache für mein Schraubensortiment. Doch nun muss ich zuerst den Becher ausessen. Das Joghurt war super. Ich habe jetzt hier bereits einen sauberen Joghurtbecher, das heißt, ich habe ganz viele. Als erstes zeige ich euch jetzt mit einigen Skizzen meine Idee, wie ich diese Becher zu Behältern für meine Schrauben machen will. So, hier ist mal ein Joghurtbecher. Ich zeichne jetzt kurz die Kontur vom Joghurtbecher. Jetzt die Halterung will ich so machen, dass der Joghurtbecher hier am Rand aufliegen kann und so in der Halterung liegt. Dieser Becher will ich am Schluss an einer senkrechten Fläche befestigen können. Jetzt die Halterung wird etwa so aussehen. Hier oben werde ich die Magneten hineinmachen, so dass es sich hier an die Wand zieht. Und hier hat es dann eine Nut, wo ich den Becher von vorne in diese Halterung hineinschieben kann. Von oben gesehen wird das Ganze so ein bisschen mehr als ein Halbkreis sein, so dass, wenn man den Becher hineinschiebt, es seitlich etwas aufweiten muss und dann der Becher einschnappt. So, das ist so die Grundidee. Also hier der Becher, der so in die Halterung hineingeht. Das hier hinten ist das Magnet. So, jetzt noch kurz das Detail, wie ich das hier oben am Rand machen will. Hier der Rand vom Becher. Dann will ich, dass die Halterung so eine Geometrie hat. Und ich mache das hier absichtlich, mache ich das so mit einer schrägen Fläche, dann kann ich das nämlich besser ausdrucken. Okay, dann hier ins CAD. So, wie versprochen sind wir hier in Fusion 360 und ich habe hier bereits den Rand vom Joghurtbecher aufmodelliert. Vielleicht als erstes, ich habe alle relevanten Parameter, die abhängig sind vom Joghurtbecher, habe ich hier in den Parameter abgespeichert. Anhand von diesen Parameter kann ich später das Modell automatisch anpassen lassen. Okay, jetzt zur Halterung selber. Hier seht ihr die Halterung mit dem Rand vom Joghurtbecher. Wenn ich nun den Rand vom Joghurtbecher ein- und ausblende, seht ihr, auf welcher Fläche der Becher aufliegt. Hier in dieser Skizze seht ihr die Geometrie, in der der Rand vom Joghurtbecher gehalten wird. Ihr seht auch jedes Maß, das ein FX davor hat. Da ist eine Formel hinter dran. Hier zum Beispiel die Höhe vom Rand plus einen halben Millimeter für diese Höhe hier. Wenn man jetzt einen Joghurtbecher hat, der etwas größer ist, zum Beispiel 80 mm, dann tippt man das hier ein, drückt Enter, dann rechnet es kurz und schon ist das Modell größer. Jetzt ist die Halterung eigentlich schon fertig, doch nun noch ein kleines Detail zum Ausdrucken. Wie bereits bei der Handskizze erwähnt, werde ich die Halterung mit dieser Ebene auf der Druckplatine ausdrucken, sodass es so orientiert ist, wie ihr es jetzt seht. Damit sich die Ecken nicht von der Druckplatte lösen, habe ich hier so kleine Laschen noch dran gemacht. Das sind nur so kleine Kreise, die sind einen Layer hoch dann beim Drucken und die kann man dann auch ganz einfach wieder entfernen. Okay, so viel im CAD, nun drucken wir das Ganze aus.
Okay, hier jetzt die ausgedruckte Variante von dieser Joghurtbecherhalterung mit Magneten. Seht ihr, die hält hier am Maßstab. Anstatt dieser Magnet ist es natürlich auch möglich, einfache Bohrungen in diese Halterung zu machen, so dass man dann zum Beispiel mit diesen Holzschrauben die Halterung befestigen kann. So, funktioniert natürlich gerade so gut. Zu beiden Varianten findet ihr in der Beschreibung Links, wo ich euch das CAD-Modell zur Verfügung stelle. Okay, jetzt hast du gesehen, wie ich einige Joghurtbecher recycelt habe und sie nun brauche, für meine Schrauben aufzubewahren. Du hast sicher auch Ideen, was man noch mit Joghurtbecher machen kann. Schreib es doch unten in die Kommentare, ich würde mich darüber freuen. Okay, danke fürs Zusehen. Tschüss.